darf euch begrüßen zur heutigen Pressekonferenz der WSG Tirol vor dem morgigen Nachtrag. Spielt beim DSV Hartberg. Spielbeginn um 18.30 Uhr. Skyport aus, wie gewohnt, live und exklusiv. Ja, ebenfalls begrüßen darf ich heute Cheftrainer Philipp Semlic. Und bevor wir gleich zum Sportlichen kommen, darf ich nochmal ein Gesundheitsupdate geben zum Sicherheitsmann, der was am Sonntag eben getroffen worden ist. Wir haben es gestern zwar schon auf den sozialen Medien verkündigt, aber er hat glücklicherweise die Klinik verlassen können. War keine Folgeschäden davon. Und auf diesem Weg möchten wir einfach nochmal eine gute Besserung wünschen. Und wir freuen uns, wenn er bald am Tivoli wieder ist. Wir haben ihn nämlich eingeladen im VIP-Bereich für Heimspiel seiner Wahl. Also ganz coole Geschichte. Und wir freuen uns, wenn er bald wieder bei uns sein wird. Ja, Coach, blicken wir nochmal zurück auf Sonntag, auf das 0-0 Unentschieden gegen Salzburg. Es war das erste Unentschieden gegen Red Bull Salzburg seit dem Aufstieg. Und mit 3650 Zuschauern war es eine sehr, sehr tolle Kulisse. Wie positiv stimmt das für die kommenden Wochen, für die kommenden Aufgaben, aber auch generell für die ganze Saison? Ja, guten Morgen von meiner Seite. War schon ein tolles Familienfest, finde ich. Also ich habe sehr viele Familien, sehr viele Kinder an dem Tag am Tivoli gesehen. War eine sehr, sehr gute Stimmung und ich glaube, das hat es dann auch nicht so oft gegeben, dass in der 102. Minute, wie wir noch diese Torschuss durch den Jamie Lawrence beim Eckball gehabt haben, die ganze Westtribüne hinter uns applaudiert hat. Also ich habe eine sehr gute Stimmung empfunden. War für uns und für die Spieler ein tolles Gefühl und ich muss ehrlich sagen, die Spieler haben sich das auch verdient. Die Spieler sind schon auch die tagtäglich richtig hart arbeiten, richtig Gas geben, damit wir besser werden, damit wir uns entwickeln. Und das Ganze hat es dann rund gemacht am Ende des Tages. Es war schön, dass wir einen Punkt gemacht haben gegen Red Bull und wir uns für eine gute Leistung diesmal belohnt haben, dass wir uns mitgenommen haben. Morgen eben der zweite Anlauf gegen Hartberg. Jetzt hat sie in Hartberg sehr, sehr viel getan. Mit Manfred Schmidt ist am Sonntag ein neuer Trainer präsentiert worden. Inwiefern hat das eure Vorbereitung beeinflusst? Gar nicht, es ist die gleiche Voraussetzung wie letzte Woche. Es ist ein neuer Trainer da, ohne dass wir ein Spiel beobachten haben können. Das heißt, der Fokus ist stark bei uns. Wir haben in den letzten 15 Wochen uns was erarbeitet mit der Mannschaft. Eine Spielidee, eine Spielphilosophie, ja, gefestigt, wo wir versuchen, darauf aufzubauen. Und da ist der Fokus darauf. Also auf unsere Art und Weise, wie wir spielen wollen, mit einer gewissen Flexibilität. Auf das müssen wir schon auf Rücksicht nehmen, was dann im Spiel sich verändert und dann auch kommt. Aber jetzt, dass wir uns dezidiert auf den Gegner vorbereiten können, ist es nicht. Auf die Spieler schon, aber jetzt nicht auf die Spielidee, Spielphilosophie, Strukturen des Gegners. Danke. Eure Fragen bitte. Alex Kuber für die Tiroler Tageszeitung. Gibt es sonst noch eine erste Spekulation, in was für ein Korsett der Manfred spielt, die Mannschaft vielleicht starten lässt? Ja, Manfred hat ja doch schon mehrere Bundesligaspiele und mit Austria Wien und WRC schon seit Duftmarke gesetzt. Also man weiß schon circa, was kommt, aber dass das in Stein gemeißelt ist, ist es einer, der hat oft zwischen Fünferkette und Viererkette geswitcht beim WRC dann. Und da bitte ja, für uns einfach flexibel zu sein und auf Dinge zu reagieren, aber jetzt nicht nur zu reagieren, sondern vor allen Dingen agieren, egal in welcher Phase des Spiels. Lisa, du hast da fürs Kai. Das heißt, du wirst auch eine Elf rausschicken, die im Grunde genommen dann reagieren kann und beide Systeme, die du jetzt bisher spielen hast, lassen, auf den Platz bringen kann. Definitiv, also wer gerade unsere Spiele auch verfolgt, sieht schon, dass wir flexible Strukturen auch vor allen Dingen im Ballbesitz immer wieder finden. Also da haben die Jungs jetzt in diesen 15 Wochen, wo wir zusammenarbeiten, schon ein gutes Gespür entwickelt dafür und da stets einen Schritt nach vorne gemacht. Aber, man hat es auch gegen Red Bull gesehen, gegen ein richtig gutes Dressing, dass wir jetzt noch nicht so weit sind, das auch gegen Vollgasdruck permanent anpassen zu können und zu adaptieren. Und das zeigt uns dann schon auch im Trainerteam und auch der Mannschaft, dass wir schon noch einen weiten Weg vor uns haben, den wir gehen wollen. Aber wir wollen grundsätzlich flexibel sein, wir wollen Räume bespielen und nicht Strukturen bespielen. Und das wird auch wieder der Ansatz sein im Ballbesitz. Alex Kuber für die Tiroler. Ist jemand so müde nach der enormen Lauf- und Kampfleistung, dass man vielleicht auch an die eine oder andere Erinnerung denken muss, beziehungsweise nicht nur müde, sondern auch leicht angeschlagen? Also angeschlagen ist kein Spieler. Ja. Und das Schöne ist ja dann, dass man auch nach so einem Spiel, wo die Laufleistung wirklich richtig, richtig gut war, dann schon auch sich, wenn man sich belohnt, dass Endorphine im Gehirn viel mehr ausmachen, als wirklich jetzt der Körper dann auch hergibt. Und die Jungs haben einen guten Eindruck gestern gemacht. Heute diese Morgenabfragen, die sie machen, haben alle sehr, sehr gut ausgeschaut und geht davon aus, dass wir aus dem Vollen schöpfen können. Das einzige Wermutstropfen ist, weil wir ja über eine halbe Woche in der Steiermark sein werden, beziehungsweise in Kärnten, fahren wir mit einem größeren Kader hin, den
auch mit drei Torhütern. Leider hat sich aber gestern der Paul Schirmer im Training verletzt, der Bänderriss Verletzung, der uns länger ausfallen wird. Das heißt, wir können jetzt nicht mit drei Torhütern dorthin fahren, sondern müssen mit zwei Torhütern. Wie viele Spieler sind mit jetzt? 18 Feldspieler und zwei Torhüter. Also plus zwei fahren wir hinunter. Das ist auch, ja, natürlich an einen Verein von unserer Seite ein Dankeschön zu richten, weil es ist ja trotzdem immer mit einem finanziellen Aufwand verbunden, das Ganze. Und da ja, ist der Verein extrem professionell und einen Zugang gefunden dazu und muss ja auch von meiner Warte natürlich Danke sagen, dass uns das ermöglicht wird und die bestmögliche professionelle Vorbereitung diesbezüglich auch gewährleistet ist. Gerne auch selber auf die Rolle. Schaut man jetzt eigentlich von Spiel zu Spiel oder muss man da ein bisschen vorsichtig sein, wenn man noch drei Spiele in drei Tagen, zwei Spiele in drei Tagen hat, von der Steuerung her? Oder ist jetzt mal der Fokus auf Hartberg und dann schaut man, dass es übrig bleibt? Es gibt zwei Ansätze. Entweder du siehst diese drei Spiele als Block und schaust, dass du die Belastungen verteilst, oder du gehst von Spiel zu Spiel und versuchst, das Beste im Spieltag herauszuhören. Und das ist absolut meine Philosophie, dass immer das nächste Spiel das Wichtigste ist. Und das, was danach oder davor ist, musst du natürlich in einer Form berücksichtigen, aber es gilt die bestmögliche Aufstellung für dieses Spiel zu finden, die auf den Gegner passen und die in einer Form und in einem Rhythmus natürlich auch sind. Und wir blicken wirklich nur auf Hartberg morgen. Das ist für uns jetzt das absolut wichtigste Spiel und haben den WRC nicht einmal in einem Minute. Alex Gruber für die Rolle deines Seiten. Ich meine, es ist ja noch viel zu früh in der Saison, um da irgendwelche Punkte auszurechnen und so weiter. Immer kurz, dann kann man sich morgen ein kleines bisschen absetzen. Wie kurios mutet die Bundesliga-Tabelle auch für die persönlich momentan an mit Blaues Linz, mit dem WRC und macht die auch für einen selber Mut? Ich finde, dass es schon cool ist, wenn jetzt da der WRC oder der Blaues Linz einmal vorne sind, dass das schon für die Bundesliga spricht. Aber, und das ist jetzt das große Aber, es ist eine zerrissene Meisterschaft. Also da jetzt da irgendwas hineininterpretieren zu können, allein von den Spielen, die die einzelnen Vereine haben, kann man meiner Meinung nach. Dafür ist es auch jetzt dann noch zu früh. Gut, gibt es noch mehr? Gar nichts haben wir noch. Bei Hartberg ist die individuelle Klasse durchaus vorhanden. Das spiegelt wahrscheinlich den Platz gar nicht wieder. Sind da Spieler, die du besonders vielleicht ein bisschen an die Kantare nehmen willst oder lassen willst? Also wie Sie richtig sagen, ist ja sehr, sehr gute individuelle Qualität vorhanden beim TSV Hartberg. Und ich finde auch die Ergebnisse, die Sie unter Markus davor gehabt haben, spiegeln nicht das Leistungsniveau wider, das der TSV Hartberg hat. Und das macht es für uns natürlich schwierig, diese individuelle Qualität niederzuhalten. Aber wir haben es auch gegen Red Bull Salzburg geschafft, im Verbund die individuelle Qualität der Salzburger im Zaum zu halten. Und um das wird es auch wieder morgen gehen. Also wir werden es nicht schaffen, Antoni Savtichai im 1:1 90 Minuten zu verteidigen. Sondern du brauchst einfach einen kompakten Verbund, im Best Case ein Doppelter dazukommen und die Qualitäten der Hardbacker mit einzubeziehen. Und da geht es wieder darum, dass wir diszipliniert sind, dass wir laufstark sind. Und dann bin ich wieder bei dem, was ich permanent predige. Wenn wir bei der WSG Tirol die Basics auf den Platz bringen, dann haben wir eine Chance, Spiele zu gewinnen in der Bundesliga oder zu punkten. Wenn wir die Basics nicht auf den Platz bringen, dann haben wir in der Liga keine Chance. Gibt es noch Fragen? Perfekt, der Trainer hat es ja schon angesprochen, die WSG bleibt bis Sonntag im Südosten Österreichs, deswegen wird es auch vor dem WRC Auswärtsspiel keine gesonderte Pressekonferenz mehr geben. Danke fürs Kommen und bis bald. Danke. Danke euch.